Der nächste Vortrag kommt von Herrn Markus Huber mit dem Titel Advanced Persistent Threats and Social Engineering. Er führt uns wieder ein wenig zurück zu den Personen. Was kann ich machen, um zu Informationen zu kommen, abseits von der Technik, wenn ich es richtig verstanden habe? Der Herr Markus Huber promovierte 2013 an der Technischen Universität Wien und so ähnlich wie es mit unseren Daten ist, scheinen auch unsere Vortragende alle einen Umweg über Amerika gemacht zu haben. Er war nämlich in Stockholm, er war in Madrid, er war in Pittsburgh und ist unter anderem auch in CERN in der Schweiz gewesen und ist jetzt Lektor an der Technischen Universität in Wien und St. Pölten und wird Ihnen jetzt in der nächsten halben Stunde etwas sein Thema näher bringen. Bitte schön. Ja, danke für die Einleitung. Ja, also das meiste ist eh schon gesagt worden. Ich arbeite am SBR Research, also wir sind ein großes Sicherheitsforschungszentrum in Wien. Speziell also mit meiner Forschungsarbeit, deswegen passt das themenmäßig eh ganz gut dazu, habe ich mich viel mit Datenschutz, Privacy, den Sachen beschäftigt, vor allem Social Networks, im speziellen Fall Facebook. Heute themenmäßig geht es eben Advanced Persistent Threats, Social Engineering, zwei Themen, die ich sehr spannend finde. Das erste ist so ein bisschen ein Buzzword, aber ich glaube, es schadet nicht, wenn man mal ein bisschen hinter die Kulisse blickt, um was es da geht oder was da passiert. Ja, Advanced Persistent Threats hört man eigentlich ganz oft, also gerade im Security-Umfeld für diejenigen, die in der Branche arbeiten, ist das irgendwie so ein Passwort, das uns jetzt die letzten Jahre begleitet. Im Grunde geht es darum, immer um zielgerichtete Angriffe auf Unternehmen. Wie gesagt, und da wird es jetzt nicht nur um IT-Systeme als solche, sondern eben die Mitarbeiter oder ganze Standorte. Und das Ziel ist halt immer den langfristigen Zugriff auf Informationen. Und das Interessante bei den Sachen, es gibt halt immer irgendwo eine soziale Komponente mit Malware oder mit Schadsoftware. Also das sind die zwei Angriffsvektoren, über die ich dann noch kurz sprechen werde. Ja, Social Engineering einfach, dass man die Angriffe irgendwie zuschneidet und die Malware eben, dass man eben langfristig Zugriff hat auf ein gewisses System. Ja, was heißt das? Langfristiger Zugriff, dazu gibt es ein paar Zahlen hier. Im Schnitt also werden Angriffe oder so ABDs erst nach, sagen wir mal, 300 Tagen oder 200 Tagen erkannt. Im schlimmsten Fall werden einfach Systeme über mehrere Jahre infiziert, also bevor das wirklich erkannt wird. Ja, ABDs in den Medien liest man ganz viel. Also wie gesagt, diesen Fall zum Beispiel mit der New York Times, der ganz spannend war, die ihm infiltriert worden sind. Ich glaube, die Geschichte dazu war, dass die New York Times kritisch über einen chinesischen Politiker die Vermögenswerte von dem berichtet hat. Auf das hin waren die ziemlich schnell infiltriert. Twitter, genau das Gleiche. Facebook, Apple, also wirklich die ganzen Großen. Und das ist ja wieder der Bogen zur Privatsphäre. Also es ist ziemlich einfach, dass man die auch große Unternehmen mit solchen gezielten Angriffen kompromittiert. Ja, im schlimmsten Fall oder zum Beispiel gibt es auch, was wir vorher eh schon gehört haben, der Trend in der Security Richtung Produktionssysteme. Im schlimmsten Fall geht es dann halt gegen Kernkraftwerke, ja, die durch solche Angriffe kompromittiert werden. Ein Beispiel, das mir besonders ganz gut gefallen hat oder das so aufzeigt, wie solche ABDs passieren und vor allem die Auswirkungen von dem, dass die ganz gravierend sind. Also ich weiß nicht, wer von euch diese RSA Secure ID Tokens kennt. Also manche Firmen verwenden die, also das sind so kleine Tokens, auf denen der Code angezeigt wird und im besten Fall hat man durch die einen zusätzlichen Schutz. Ich glaube 2012 war das, wo das gebrochen worden ist durch so einen ABD und das war eben am Anfang eine Phishing-Mail, also Social Engineering, die an ein paar Mitarbeiter geschickt worden ist.
wie das die Angreifer gemacht haben, die haben einfach eine E-Mail ausgeschickt mit einem Excel-Sheet und das Excel-Sheet hat geheißen Gehalt 2012. Die Leute waren total neugierig, wollten das aufmachen, zu sehen, was sie verdienen. Das Interessante dabei war, die haben sogar aus dem Spam-Folder nochmal rausgeholt, weil sie so neugierig waren, wie sich ihr Gehalt entwickelt. War dann infiziert, also durch diese Schadsoftware, ein Backdoor. Durch das haben sich die Angreifer im System ausgebreitet und am Ende haben sie die ganzen Daten von diesem RSA Secure-ID-System exfiltriert. Das heißt, die ganzen Tokens, ich glaube, RSA hat dann 16 Millionen Stück von denen austauschen müssen. Das andere, und das ist ein anderer Trend, der ganz interessant ist, ist dieses Watering Hole auf Englisch. Die Metapher ist ganz gut, funktioniert auf Deutsch auch ganz gut. Also ich greife nicht mehr direkt das IT-System selber an, sondern quasi das Wasserloch, also Webseiten, wo sich Mitarbeiter aufhalten. Und das ist eine sehr beliebte Angriffsform von diesen APTs mittlerweile. Das heißt, wenn ihr gewisses Unternehmen angreifen will, dann überlege ich mir mal im ersten Schritt, was surfen denn die Leute für Webseiten an. Also auf der FH Salzburg zum Beispiel werden das natürlich Forschungswebseiten und so weiter und ich schaue, dass ich eine von denen kompromittiere und hoffe, dass die Mitarbeiter das ansurfen und über das bringe ich dann in die Firma ein. Und das war genau das, was wir vorher gesehen haben, Facebook, Apple, Twitter, bei denen die Angreifer haben das so gemacht, die haben eigentlich ein Forum für iPhone-Entwickler kompromittiert, dort Schadsoftware raufgetan, weil sie gewusst haben, dass Facebook, die Mitarbeiter, wenn die an ihrer mobilen App entwickeln, sich auch in dem Forum aufhalten. Apple genau das Gleiche. Und über das haben die eben, dann sind sie in die Firmen eingedrungen. Ganz kurz noch, ich glaube, diese Snowden-Leaks, das war auch in der Ankündigung vom heutigen Event Begriff, also wie, das ist dann also wirklich APTs, das ist die höchste Kunst, wie man das machen kann, wenn man viel Ressourcen hat. Also unter anderem ist ja durch den Snowden also diese Tailored Access Operations oder kurz DAO sind auch bekannt geworden und da hat es eben diesen Quantum-Angriff gegeben. Also Quantum heißt im Grunde nur, dass die NSA bei den ganzen Internet-Providern oder bei vielen Zugriff hat und echte Webseiten vortäuschen können. Also die täuschen zum Beispiel Facebook oder Gmail vor und greifen direkt den Webbrowser an. Also der große Unterschied ist einfach, dass die den Zugriff auf die Internetinfrastruktur haben und somit ziemlich einfach Systeme kompromittieren können. Ja, Social Engineering, das haben wir vorher bei diesen APT schon kurz gehört, spielt natürlich immer bei diesen Sachen eine Rolle. Also bei dem Beispiel vom RSA war es einfach die Neugierde, die von Leuten, die ausgenutzt worden ist. Im Grunde Social Engineering, wenn man so will, ist das Hacken von Menschen oder einfach das Täuschen von Leuten. Populär geworden ist das eigentlich durch Kevin Mitnick in den 90ern. Der hat das ziemlich gut gekannt. Also gibt es jetzt auch ein Buch von ihm, das ich sehr jedem ans Herz legen kann, dieses Ghost in the Wires. Und was man sich halt durch diese ganze zunehmende Digitalisierung sieht, dass sich halt die Methoden ändern. Also früher war es bei Social Engineering so, dass es im Englischen dieses Dumpster Diving hat geheißen, wenn man jetzt eine Firma gezielt angreifen will, fahrt man zur Firma hin, geht durch die Mülltonnen und sucht sich aus den Mülltonnen, aus den Dumpstern Informationen raus. Wer arbeitet dort, eventuell kriege ich ein Passwort und so weiter. Mittlerweile muss ich das nicht machen, also ich gehe einfach auf Facebook oder LinkedIn und suche mir die Mitarbeiter. Das gleiche mit Kommunikation, früher war das oft über das Telefon, ja mittlerweile E-Mail und Phishing. Das heißt, Social Engineering ist um einiges einfacher geworden, wenn man so will. Ja, das ist ein nettes Beispiel, so wie gesagt, was sich Leute bei Social Engineering mittlerweile überlegen. Und zwar die Angreifer, was sie eigentlich machen wollten, ist, sie wollten von jemandem den Twitter-Account stehlen, weil der hat so einen, ein Twitter-Account gehabt, das nur aus einem Zeichen bestanden hat. Und das war halt natürlich sehr extrem populär.
oder beliebtes Ziel für die Angreifer, weil die wollten mit dem Spam verbreiten und wollten einfach diesen Account stehlen. Ja, als ersten Schritt haben sie halt einfach die Passwörter probiert. Bei Twitter sind aber mit dem nicht weiterkommen, aber sind draufgekommen, der Twitter-Account hängt irgendwie mit deinem Google-Account zusammen. Zum Google-Account haben sie das Passwort auch nicht rausgefunden, aber sind draufgekommen, es gibt irgendwo eine Apple-E-Mail-Adresse als Backup. Also wenn sie die E-Mail-Adresse haben, können sie den Google-Account zurücksetzen. So, und der Punkt war jetzt der, dass Apple, was man bei Apple braucht, damit man das Passwort zurücksetzen kann, ist auf der einen Seite die Rechnungsadresse und auf der anderen Seite die letzten 4 Stellen von der Kreditkarte. Die Rechnungsadresse haben sie ziemlich schnell gehabt, weil derjenige eine Webseite gehabt hat, also mit dem die Adresse von der Webseite war die gleiche wie die Standardadresse bei Apple. Und dann haben die Angreifer so einen Trick bei Amazon ausgenutzt. Also im Grunde, wenn man bei Amazon, und das haben sie abgedreht mittlerweile, aber die E-Mail von jemand und die Adresse gekannt hat, hat man einfach eine neue Kreditkarte hinzufügen können. Und im nächsten Schritt sagen, ich habe mein Passwort vergessen, das ist meine E-Mail, das ist die Rechnungsadresse und das ist die neue Kreditkarte. Ziemlich gut. Und über das haben sie dann die letzten 4 Stellen von allen Kreditkarten gekriegt. Das heißt, mit dem hat man Apple zurückgesetzt und hat dann im Grunde über den Apple-Account, den Google-Account und dann den ganzen Twitter-Account kriegt. Und die Angreifer haben dann gleich mal alle Geräte gelöscht von demjenigen und dann zum Schluss Nonsens gepostet. Aber man sieht halt, dass die Leute, also wenn die so Sachen finden und die waren halt, da hat es dann diese Chat-Protokolle gegeben von den Support-Mitarbeitern bei Apple, also die Leute überlegen sich schon einiges. Also das funktioniert ziemlich gut, wenn man so organisatorische Schwachstellen ausnützt. Und das war bei der Black Hat vor ein paar Jahren, das hat geheißen Getting into Bed with Robin Sage. Das ist halt ein trivialeres Beispiel, wie man das heutzutage machen kann. Das war eigentlich so die Robin Sage, ein erfundenes Profil von einer 25-jährigen Cyber-Threat-Analystin. Und die hat einfach amerikanische Militärs- und Regierungsmitarbeiter befreundet auf diesen Plattformen und hat dann Zugang zu wirklich Einladungen zu Projektmitarbeit bekommen und einige also klassifizierte Dokumente dann in Form erhalten. Das war natürlich irgendein Hacker, der das in einem Nachmittag gemacht hat, also mit einem Profil. Also es geht auch einfacher und man muss sich nicht die ganzen Ketten überlegen. Also so viel zu diesem Advanced Persistent Threats und Social Engineering ein bisschen. Der zweite Teil quasi von meinem Vortrag, da geht es um Sachen, die wir bei SBA machen in dem Bereich. Das ist natürlich ein bisschen, ich muss das natürlich deklarieren, ist ein bisschen Eigenwerbung von uns. Aber wie gesagt, wir haben uns die Sachen, mit denen wir uns unter anderem beschäftigen, also sind so empirische Forschungsarbeiten, wo wir schauen, wie kann man für Social Engineering zuerst Informationen kriegen, also diese ganzen Social Networking Sachen, dann kann man so gängige Kommunikationstools wie Dropbox oder WhatsApp ausnutzen und abschließend gibt es dann auch Angriffe auf die Cloud. Und das ist eben ein Teil von den Forschungssachen, mit denen wir uns beschäftigen und wir haben eigentlich im Grunde bei den meisten von den Services wirklich gröbere Schwachstellen gefunden. Also das erste ist WhatsApp. WhatsApp ist halt natürlich perfekt für Social Engineering, weil wenn man von jemandem den Account übernimmt, dann kann man halt mit dem allen möglichen Blödsinn machen und den wahrscheinlich auch dazu verleiten, dass er Schadsoftware installiert. Im Grunde, es war so einfach, dass uns selber überrascht hat, dass wir uns im Grunde einfach nur den Datenverkehr von WhatsApp angeschaut und was wir uns eigentlich erwartet hätten, wie WhatsApp funktioniert ist, ich registriere mich mit einer neuen Telefonnummer, bekomme den Code zurück per SMS
und schicke ihn dann vom Handy wieder an den Server. Wo wir uns den Traffic dann angeschaut haben, sind wir aber draufgekommen, dass da halt der Code witzigerweise im ersten Schritt vom Handy an den Server geschickt wird. Und wenn man sich das anschaut, also was WhatsApp im Grunde vorher gemacht hat, und das war eigentlich wirklich ein sehr blöder Fehler, die haben am Gerät den Code generiert zum Anmelden und gemeinsam mit der Nummer an den Server geschickt und der hat dann die SMS zurückgeschickt. Also in unserem Fall war es total einfach, dass man von jemand anders den WhatsApp-Account übernimmt, einfach indem man sich mit einem Proxy den Code ausgelesen hat, das bestätigt hat und natürlich hat der andere dann also der wirkliche Benutzer den Code per SMS zugeschickt kriegt und wird sich wahrscheinlich gewundert haben, aber im Grunde hat man einfach ganz einfach von jemandem den WhatsApp-Account übernehmen können. Wir sind dann darauf gekommen, dass man eigentlich man muss ja nicht einmal einen Code, man kann ja den Code überschreiben und kann dem anderen dann irgendwelche blöden Nachrichten schreiben. Also statt dass der andere die Code-Nachricht kriegt, kann man direkt über dieses SMS-Gateway vom WhatsApp Nachrichten verschicken. Andere Sachen, WowDog und so weiter, die haben ähnliche Fehler gemacht, eigentlich von Security-Sicht ganz merkwürdig, also dass Leute solche Sachen noch machen. Ähnlich wieder, also da kommt die Anfrage hin und dann wird der PIN noch einmal ans Handy geschickt, natürlich wieder das per Internet ans Handy geschickt, wieder komplett das gleiche Problem, dass man das einfach übernehmen kann. Vorphone hat es ein bisschen anders gemacht, also die kriegt den Code und der Server erwartet dann, dass das Handy eine SMS zurückschickt. Ja. Also die sparen sich quasi die SMS-Gebühren. Aber, also das geht auch ziemlich einfach, es gibt einige so Spoofing-Services, also SMS kann man spoofen, die haben da aus England so einen Service verwendet, um einfach zu sagen, okay, wir haben den Code, wir nehmen so einen Spoofing-Service und das schickt der gefälschte SMS an Vorphone und somit hat man den ganzen Account wieder übernommen. Ja, was dann halt interessant war, ist im Fall von WhatsApp, dass man halt Benutzer suchen hat können und die ganzen Statusnachrichten auslesen. Das ist auch von der Privatsphäre her, WhatsApp war halt einfach nicht abgesichert, das heißt, man hat einfach eine Telefonnummer hingeschickt und hat den Status zurückbekommen. Das ist halt von der Privatsphäre oder auch von Sicherheit vielleicht nicht ganz so unbedenklich, also bei den Sachen jetzt vielleicht nicht, aber so Sachen wie, ich bin gerade im Urlaub oder sonst was, würde halt dem Einbrecher auch irgendwo helfen. Ja, dazu die Abfrage, also, und das hat man ziemlich einfach automatisiert machen können. Ja, das waren die Ergebnisse 2012. WhatsApp hat das dann eh gefixt. In weiterer Folge werden wir den nächsten Slide sehen, aber 2012 hat das eigentlich nicht sehr gut ausgesehen. Also für diese unterschiedlichen Messaging-Services, ob das jetzt WhatsApp war oder eben Vorphone oder die ganzen anderen Bekannten, haben eigentlich alle massive Probleme gehabt. Mittlerweile, also das Jahr haben wir uns das nochmal angeschaut, also zumindest die gröbsten Sachen sind beseitigt bei WhatsApp. Also dass man den Account von jemand anders immer so einfach übernehmen kann. Aber natürlich gibt es noch immer, wie man das so oben sieht, bei Vorphone oder eBuddy gibt es noch immer Probleme. Das andere, und da geht es schon jetzt schon wieder stärker Richtung Cloud, also auf einem sehr angewandten Level, die Anknüpfung dann an den nächsten Vortrag. Im Grunde, was wir uns genauer angeschaut haben, ist Dropbox. Also ich nehme an, dass das auch neben WhatsApp einige Leute im Raum verwenden. Die Grundidee ist, serverseitig werden Dateien nur einmal gespeichert und benutzerseitig war es am Anfang so, dass wenn man eine Datei in Dropbox stellt, ist nachgeschaut worden, gibt es die schon am Server und wenn es die schon am Server gibt, dann hat man die nicht mehr extra hochgeladen. Wir haben uns das eben genauer angeschaut, wie die das machen und haben im Grunde die
Dropbox das Programm ein bisschen modifiziert und sind auf ein paar Sachen draufgekommen. Also zum einen ist es ziemlich einfach bei Dropbox die Dateien oder war es einfach von Leuten die ganzen Daten zu stehlen. Also es war im Grunde eine Host-ID, die auf dem Rechner liegt, die man ziemlich schnell entwenden hat können. Und auf der anderen Seite haben wir irgendwie direkten Zugriff auf die Dropbox Cloud bekommen, indem man einfach Dateien direkt in die Infrastruktur von Dropbox hat laden können. Also wir haben eigentlich im Grunde unlimitierten Speicherplatz bei Dropbox gehabt. Und im Grunde, wie gesagt, wenn man das für Angriffe verwendet, geht das ziemlich schnell. Also wenn jemand mit Malware angreift, der Dropbox verwendet, im Grunde genügt es einmal diese Host-ID zu stehlen oder die Hashes von den Dateien und kann dann die ganzen Daten runterladen. Ja, Dropbox war da die waren eh recht zügig, also mit dem, das Problem ist immer, wenn wir Sicherheitssachen finden, eigentlich reagieren die Firmen erst, wenn sie es in den Medien lesen. Also so typischerweise dann, wenn sie es reparieren. Aber dann haben sie es ziemlich schnell gefixt. Was wir leider gekillt haben für die meisten Benutzer ist dieses Deduplication, also für Leute, die Dropbox verwenden, jeder muss jetzt jede Datei immer raufladen, egal ob es die oben gibt, auf der Dropbox Cloud gibt oder nicht. Für das müssen wir uns entschuldigen. Dropbox ist ein bisschen sicherer, aber jeder braucht halt jetzt ein bisschen mehr Bandbreite. Abschließend noch andere Forschungsarbeit, die ans Cloud-Thema stark anknüpft ist, für gezielte Angriffe, ist dieses Cloud-Projekt, das wir gehabt haben, wo es darum gegangen ist, wie kommt man auf die IP-Adresse von gewissen Instanzen, wo die Firmen verwenden. Und vor allem kann man irgendwo feststellen, also Co-Residence-Testing, kann man irgendwo feststellen, wo sich die Instanz genau im Datencenter befindet. Also das ist ja die Frage, man geht bei Cloud Computing immer davon aus, es ist in der Cloud und die weiß immer ganz genau, wo das eben gehostet wird. Und bei dem haben wir uns eben Möglichkeiten angesehen, wie man drauf kommt, wo die Instanz genau ist. Und damit kann der Angreifer dann quasi teilt sich die physische Maschine mit der Firma, die er angreifen will und kann da ziemlich einfach dann die Daten stehlen. Ja, also das war so ein kleiner Überblick, den wir gemacht haben zu APT oder Forschungsarbeit, die uns beschäftigt davon. Und das finde ich ist ein wichtiger Punkt bei Datenschutz. Zum einen ist es der Verlust der Privatsphäre, aber zum anderen sind diese persönliche Daten wirklich für Angreifer von hohem Nutzen. Das heißt, jemand, der das persönliche Umfeld kennt, der genaue Informationen zu seinem Ziel hat, der kann natürlich die Leute auch gezielter angreifen. Und das bei diesen Advanced Persistent Threats, was oft gemacht wird, ist zum Beispiel, man fälscht die E-Mail-Adresse von einem Freund, von dem Ziel oder andere Sachen. Dann eben, dass wir schon gehört haben, diese zunehmende Digitalisierung, Digital Natives. Viele von den Sachen, die wir heutzutage verwendet haben, haben grobe Sicherheitslücken, also zumindest, wenn sie auf den Markt kommen. Ja, und auch die Cloud schützt natürlich vor diesen Angriffen nicht. Ja, abschließend, ganz kurz, ja, gezielte Angriffe, das sollte man sich, das Einzige, was man vielleicht so APTs, wenn man das Schlagwort hört, merken soll, sind einfach diese Advanced Persistent Threats, sind gezielte Angriffe, also wo irgendwo persönliche Informationen dazu verwendet, dass sie jemand Schadsoftware unterschieben und die sind deshalb recht effektiv, also wie man es bei Apple, Facebook und so weiter gesehen hat. Ziele sind von solchen Angriffen sind Unternehmen, aber auch die Digital Natives, also Leute wie wir, also die halt alles quasi digital haben und für die Abwehr im Grunde bräuchte man ganzheitliche Ansätze. Also es genügt nicht nur technische Sachen, aber eben auch organisatorische Sachen. Das war es im Grunde zu meinem Vortrag.
SBA Research, ja, das sind so ein bisschen Eigenwerbung von unserem Research Center, sind mittlerweile schon recht viele Leute. Das ist so ein Gruppenbild vom letzten Jahr. Und für Leute, die sich näher zum Beispiel für Forschungsergebnisse interessieren, das gibt es auf unserer Homepage zum Nachlesen. Ja. Dankeschön.